In diesem Video erkläre ich dir ganz genau, wie die optimale Körperdrehung im Abschwung funktioniert. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft nichts mehr Wichtiges versäumen möchtest, würde ich dich bitten, meinen Kanal gratis zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns eben in Zukunft nicht mehr versäumen. Ein Video über die optimale Drehbewegung des Körpers im Aufschwung, das gibt es ja bereits. Wenn du willst, kannst du hier oben noch einmal dieses Video ansehen. Aber jetzt geht es darum, was passiert dann, was passiert in der sogenannten Transition, also die Phase, wo man von Aufschwung in den Abschwung geht. Was passiert im frühen Abschwung, was passiert im späten Abschwung und was passiert im Impact? Und über das möchte ich jetzt sprechen. Wenn du also bereits in den vergangenen Video von mir genau zugehört hast, habe ich gesagt, dass für mich der Aufschwung circa hier, wenn der linke Arm parallel ist, zu Ende ist. Warum? Weil das die Phase ist, wo der Druck am meisten am rechten Fuß sein wird. Zumindest bei den meisten guten Golfern, die ich bis jetzt gesehen habe oder gemessen habe. Ab dieser Phase hier werden die besten Golfer, die besten Ballstreicher beginnen bereits langsam sich wieder nach links zu orientieren. Sie werden beginnen, ihren Druck wieder Richtung linken Fuß zu bewegen und das noch während die Arme aufschwingen. Das heißt, es gibt einen kurzen Moment im Ende Aufschwung, Anfang Durchschwung, also in dieser sogenannten Transition, dieser Übergangsphase, wo einerseits die Hände raufgehen und andererseits der Körper schon nach links swayed, sagt man. Hat man zum Beispiel im Aufschwung, Ende Aufschwung hier ca. 70 oder 80% am rechten Fuß gehabt, dann wird man ca., wenn der Schläger oben angekommen ist, bereits wieder 50-50 sein. Und dann im frühen Abschwung, dann hier ungefähr, wenn der linke Arm wieder parallel zum Boden ist, hier wird dann ungefähr ja, so 70-75% Druck bereits am linken Fuß sein. Die meisten Amateurgolfer glauben ja, dass man aufschwingt, alles geht nach rechts, Ende Aufschwung, angekommen, geht alles nach links und dann schwingt man durch. Also das ist nicht die Wahrheit. Ihr müsst schon bereits ungefähr hier im Aufschwung schon nach links gehen. Und gerade dieses nach links gehen, dieses frühe nach links gehen, ist etwas, was den meisten Amateuren richtig, richtig schwer fällt. Und ich werde dir am Schluss dieses Videos eine lässige Übung zeigen, wo du das ganz, ganz schnell lernen kannst. Schauen wir uns noch weitere Sachen an. In meinem ersten Video über die Aufschwungkörperdrehung habe ich gesprochen darüber, über die Druckverteilung am linken und am rechten Fuß. Und zwar sagte ich, dass am linken Fuß der Druck im Aufschwung mehr auf den linken Fußballen geht, weil ich ja die linke Ferse ein wenig hebe, und der Druck am rechten Fuß eher mehr Richtung rechte Ferse sich transferiert. Dadurch bekommt man so einen diagonalen Druck und man kann besser drehen. Nun, was jetzt passiert, ist Folgendes. In der Übergangsphase und im frühen Abschwung wird diese Diagonale, dieser Druck linker Fuß vorne, rechter Fuß, eher der Druck hinten, mitgenommen. Das heißt, ich möchte, wenn ich auf den linken Fuß komme, nicht irgendwo am linken Fuß ankommen, sondern hier wirklich den Druck auf den linken Fußballen verlagern, während ich noch warte und den Druck noch eher auf der rechten Ferse beibehalte. Das hat den Vorteil, dass die Bodenkräfte immer noch wirken können und mich später dann zu einer Rotation zwingen. Viele glauben hier in der frühen Phase hier des Abschwungs, dass man bereits den Druck anders verteilen soll, also rechts auf die Fußballen, links auf die Ferse. Aber es ist noch nicht so weit, wir müssen noch ein wenig warten. Also noch einmal, hier im Übergang, in der Transition, bleiben wir noch links am Fußballen bzw. rechts auf der Ferse. Und noch etwas passiert in dieser Transition. Im Aufschwung haben wir ja die linke Hüfte etwas runtergekippt und die linke Schulter auch etwas runtergekippt. Das heißt, wir sind in einer Seitneigung
Und das Wichtige ist, wenn wir jetzt in diese Transition jetzt hineingehen, ist es wichtig, dass wir diese Seitneigung noch ein wenig behalten. Viele glauben, dass man ab hier sofort beginnen muss, die linke Schulter rauf zu bewegen, das Becken nach links rauszudrücken, um vermeintlich mehr von der Innenseite zum Ball zu kommen. Aber das ist nicht, was die Besten machen. Die Besten machen Folgendes, sie sind hier und bleiben noch ein wenig in der Linksneigung. Also bitte mach nicht den Fehler, dass du versuchst, hier schon deine Orientierung des Körpers zu verändern. Sprechen wir weiter über die Transition. Also, wenn ich jetzt hier beginne, dann den Abschwung einzuleiten und beginne, Druck auf den linken Fuß zu geben, dann ist es normal, dass dann der Oberkörper auch ein wenig in den linken Arm hineindreht und dadurch entsteht so eine Dehnung hier über die linke Schulter drüber. Das nennt man den Shoulder Stretch. Dieser Stretch hilft natürlich dann für den nächsten Moment im Abschwung, dass man den Arm aggressiver bewegen kann. Aber was man nicht machen will, ist diesen Stretch den ganzen Abschwung behalten, wie es manche glauben, weil das ist nicht optimal. Und jetzt reden wir mal über die Reihenfolge der Ereignisse. Wenn du dich mit Golf beschäftigst, hast du sicher schon gehört, dass im Abschwung zuerst der Unterkörper beginnt, dann der Oberkörper folgt, dann die Arme kommen und zu guter Letzt der Schläger. Das ist vollkommen richtig, das nennt man auch die sogenannte kinematische Sequenz und das kann man auch mit 3D-Messgeräten wundervoll messen. Nur darfst du bitte eines nicht vergessen, und zwar, wenn das Becken beginnt sich wegzudrehen, dann dauert es nur wenige Millisekunden, dass der Oberkörper auch schon mitzieht. Und auch die Arme warten nicht die ganze Zeit oben, bis irgendwann einmal sie von selber kommen, sondern der Golfer muss selbstständig beginnen, diese Arme abwärts zu bewegen. Und das wird auch nicht lange dauern. Das heißt, man kann grob sagen, dass im Übergang hier alle Bewegungen beinahe gleichzeitig sind. Sie sind nicht gleichzeitig, aber sie sind beinahe gleichzeitig. Und daher ist es falsch, einen großen Wert auf eine starke Hüftdrehung am Anfang zu legen, weil dann der Oberkörper und die Arme einfach hinterher sein werden. Nachdem wir jetzt die Transition durch haben, lass uns doch über den frühen Abschwung sprechen. Also, wir haben gesagt, diese Diagonale zwischen linken Fußball und rechter Ferse, die bleibt in den frühen Abschwung hinein und zwar ungefähr so lang, bis der linke Arm ja, so 45 Grad in diese Richtung zeigt. Erst dann beginnen dann die Bodenkräfte sich in die andere Richtung zu bewegen. Das heißt, dann geht erst der Druck Richtung rechten Fußballen und linker Ferse. Weiters passiert Folgendes. Wenn hier in der Aufschwung der Oberkörper ja ziemlich bereits aufgerichtet war, beginnt jetzt hier, bis die Arme ungefähr wieder hier bei 45 Grad abwärts hier sind, der Oberkörper wieder nach vorne zu richten. Das heißt, ich habe wieder den Flex, den Ausgangsflex, den ich im Setup hatte. Ich bin hier und gehe wieder hierher und habe wieder den Ausgangsflex. Das passiert, wie gesagt, wenn der Schläger ungefähr hier ist. Auch die Knie, die sich ja im Aufschwung verändert haben. Zur Erinnerung, das linke Knie beugt sich ein wenig, das rechte Knie streckt sich bei vielen Spielern ein wenig. Bis der Arm wieder hier bei 45 Grad ist, haben sich beide Knie wieder in den Originalflex zurückbewegt. Was ich nicht möchte, ist, dass dann irgendwie das rechte Knie sich durchstreckt oder das linke Knie zu früh streckt. Ist man nun hier angekommen, hat man eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um dann kräftig auf den Ball zu schlagen. Und zwar, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo die vertikalen Bodenkräfte wirken. Ich habe ja Druck auf den linken Fußball und jetzt beginnt der Druck dann Richtung Ferse zu gehen. Und durch dieses schnelle Zurückgehen drücke ich mich quasi auch vom Boden ab und fange an, mich zu strecken. Das ist dann schon bereits der späte Abschwung. Waren wir die ganze Zeit noch in der Linksneigung und jetzt beginne ich mich zu strecken, sprich der Druck geht auf die Ferse links und das linke Knie beginnt zu strecken, siehst du auch, dass meine linke Schulter rauf und zurück geht und meine rechte Schulter
geht runter. Das nennt man eine laterale Seitbeugung nach rechts. Und diese brauche ich dann, um, wenn ich dann Richtung Treffmomentphase komme, mit einem leicht gebeugten rechten Arm zum Ball zu kommen. Denn es ist so, dass die Arme im Treffmoment nicht gestreckt sind, sondern sich in einem sogenannten Streckungsprozess befinden. Und vor allem der rechte Arm hat dann hier noch circa gute 20 Grad. Und das schafft er deswegen, weil die rechte Seite so tief ist. Würde die rechte Seite noch hoch sein, jetzt in der Phase, dann komme ich gar nicht zum Boden, da bräuchte ich einen gestreckten Arm. Und das ist etwas, was gute Spieler ausmacht und was man auch auf der Tour sehr, sehr häufig sieht. Ich wiederhole nochmal, also ab dem Moment hier, wo der linke Arm ca. bei 45 Grad ist, beginnt dann der Druck auf die linke Ferse zu gehen und man streckt sich quasi hoch und das ergibt eine sogenannte vertikale Bodenkraft. Man drückt sich vom Boden weg und schießt dadurch den Körper in eine Streckung. Die rechte Seite geht tief und ich kann dann mit einem gebeugten Ellbogen zum Ball kommen und kann dann hier durchstrecken und den Ball ganz toll und kräftig schlagen. Im Treffmoment sieht man dann immer Folgendes. Man sieht dann, dass das Becken ca. 50 Grad bereits zum Ziel gedreht ist. Amateurgolfer werden hier natürlich weniger haben, weil sie nicht flexibel oder nicht so flexibel sind wie Profigolfer, meistens. Auch der Oberkörper zeigt bereits ca. 30 Grad zum Ziel bei den Besten der Welt. Sehr, sehr häufig sehe ich bei Amateurgolfern, dass sie im Treffmoment die Hüften oder das Becken maximal 10 Grad gedreht haben oder 20 Grad gedreht haben und der Oberkörper noch 10 Grad geschlossen ist. Das ist sehr, sehr häufig und das macht riesengroße Probleme. Das heißt, im Treffmoment sind die Besten der Welt bereits gut gedreht und im Prozess sich zu strecken, erstens mit Körper hinauf und zweitens mit den Armen durch den Ball. Ein weiteres feines Detail fällt mir auch noch ein, und zwar, das ist der sogenannte Handpfad. Handpfad bedeutet, das ist der Weg der Hände, wohin die Hände gehen. Und man sieht bei den besten Ballstrikern, dass wenn sie hier angekommen sind, hier bei 45 Grad, oder anders gesagt beim rechten Oberschenkel hier, dass sie hier mit den Händen bereits die tiefste Stelle erreicht haben. Würden sie jetzt beginnen aufzulösen, seht ihr, dass der Schlägerkopf viel zu früh in den Boden reingeht. Das heißt, durch die Seitbeugung nach rechts und dadurch, dass man eben die Hände jetzt rauf bewegt, kann der Schläger hier runtergehen und man bekommt hier jetzt diesen, ja, was man vielleicht Peitscheneffekt nennen wird, oder man kann das auch Release nennen oder auch Schlag, aber man bekommt auf alle Fälle die Power in den Schlag hinein. Das heißt, ab hier gehen die Hände aufwärts und der Schläger kann runtergehen. Weiters bewegen sich die Hände nach dem Schlag auch nach links hinein. Das liegt daran, weil ich mich ja mit dem Körper drehe und das erzeugt eine richtige Geschwindigkeit. Also nochmal zu diesem Effekt von vorhin. Die Hände sind hier tief, der Schläger könnte quasi nur hierher schlagen, wenn man hier releasen würde. Und wenn ich jetzt hergehe und es hinaufziehe, wird der Schlägerkopf schnell. Würde ich hier bleiben, mache nur so ein Pendel, dann siehst du, dass gar nichts passiert. Aber sobald ich beginne raufzuziehen, wird der Schläger schnell. Und das nennt man parametrisches Schlagen oder im Englischen die Parametric Acceleration. Und das ist eigentlich die Technik, mit der die Pros den Ball effizient schlagen. Und es ist das, was es so einfach aussehen lässt. So, jetzt kommen wir noch zu einer Übung, die ich dir versprochen habe. Und zwar, ich habe ja gesagt eingangs, dass viele Amateurgolfer viel zu spät am linken Fuß sind. Und mit dieser Übung kannst du das sehr, sehr gut üben. Und zwar, ich möchte Folgendes von dir. Bitte stell dich in die Ansprechposition, dann schwing den Schläger ungefähr, bis der Schaft hier parallel zum Boden ist. Und heb die linke Ferse leicht hoch. Dadurch bekommst du automatisch hoffentlich mehr Druck auf die rechte Ferse. Hier machst du dann bitte eine Pause, schwingst aufwärts und beginnst sofort, in dem Moment, wo du aufwärts schwingst, den Druck auf den linken Fußballen
zu erhöhen und schwingst durch. Also du stehst hier, hast die linke Ferse leicht in der Luft, schwingst auf, linke Fußballen und schwingst durch. Und dadurch bekommst du dann ein Gefühl, wie das frühe nach links funktioniert. Und wenn du das gut kannst, probierst du das dann auch mit dem Ball und später auch kannst du das vielleicht in deinem Schwung einbauen. Ich möchte dir nur noch eine Sache erklären. Ich habe dir eine genaue Anleitung gegeben, was der Körper im Abschwung macht und wie er sich bewegen soll, um den Golfball effizient zu treffen. Es wird für dich sehr, sehr schwierig sein, im Selbststudium dies zu lösen. Und ich würde dir daher empfehlen, dass du einen Golftrainer besuchst. Natürlich stehe auch ich zur Verfügung. Aber du brauchst für dich maßgeschneiderte Übungen, damit du weißt, was du machen kannst, damit du dich verbesserst. Wenn jedoch etwas dabei ist in diesen Videos, die ich dir zeige, die dir weiterhelfen, freut mich das natürlich. Aber bitte vergiss nicht, auch meine Videos ersetzen keinen guten Golfunterricht. Aber was du in der Zwischenzeit machen kannst, du kannst dieses Video hier oben anklicken. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Und da ist noch ein zweites Video, das YouTube für dich ausgesucht hat. Hier kannst du auch noch meinen Kanal abonnieren und dann wirst du mich in Zukunft nicht mehr versäumen. Also ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!